Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 in Florenz sind wir immer noch. Ich habe das Spiel endlich mal wieder gestartet, weil ich hatte sehr viel andere Spiele in letzter Zeit gespielt. Und ja, aber morgen muss ein Part kommen und dann nehme ich einfach meinen auf, weil ich auch irgendwie gerade wieder Lust habe, weil ich sowieso gerade das andere Spiel durchgespielt habe. Das ist übrigens Lego Star Wars. Die komplette Saga. So, Moment. Ich habe rausgefunden, auf Tab kann ich die Karte direkt öffnen. Schon ein bisschen her. So, dann holen wir uns erstmal den Schatz hier. Wir holen ihn nicht, wenn wir uns nicht markieren. Oh Gott, das laggt so schlimm. Ich weiß nicht wieso. Das ist wirklich krass. Wo geht's hier am besten lang? Ohne dass ich sterbe. Müssen wir gucken, wie das Spiel wieder richtig funktioniert, weil immer noch GTA 5. Also wir GTA Online gewohnt. Habe ich auch gestern ein Video hochgeladen dazu. Mein erste Fail-Compilation, was auch immer. Also nicht nur Fails, sondern auch ein paar lustige Sachen. Wo bist du denn? Das sind Diebe, ich glaube, die kann ich bezahlen, um irgendwas zu machen. Wenn ich darauf falle, dann kann ich hier hochklettern. Und so war das. Ich habe mich vielleicht ein kleines bisschen erkältet an. Bin ich auch vielleicht. Ist mir egal. So. So, wenn noch was anderes, was wir hier machen können. Oh, das ist ein Aussichtspunkt. Ja, wir haben noch keinen Aussichtspunkt. Also den, wir haben den Aussichtspunkt noch nicht. Egal. Machen wir den erstmal, weil der ist cool. Plagt euch etwas, Freund. Genug Medizin dürften wir eigentlich noch haben, oder? Und nicht schon wieder Patsys Schläger. Wie hat der eigentlich von denen? Wenn ich alle kaputt bringen würde, hätte er immer noch welche. Federn gibst du da irgendwo, ne? Wir dann nebenbei gucken. Ich hasse diesen Effekt beim Rand der Karten, wo man noch nicht hin kann, weil das ist richtig nervig. War in Teil 1 auch schon so doof. Oder war es wenigstens dunkel? Oh, ja, fall halt runter, Ezio. Sehr gut. Oh Gott, Alter, krieg ich jetzt mal Augenkrebs. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Sondern früher morgen ist nämlich erst... Kurz gucken. 14 Uhr. Bin vor 2 Stunden aufgestanden, weil ich noch ein bisschen in der Nacht gekartet habe und... Oh, ich habe den Fehler gefunden und runtergeladen habe noch. Wird vielleicht ein Stream gestern gekommen sein. Auf Twitch. Die Federn gesamt. Oh Gott, ich dachte... Ich dachte, die Federn, die ich am Anfang hatte, die 4 Stück zählen dazu. Aber die Musik ist schön. Ich habe auch alles mal noch einen runtergestellt, damit ich noch ein bisschen besser darüber zu hören bin. Aber es sollte immer, also ich habe gerade geguckt, das ist nur annehmbar, also. Das ist schon noch, also das Spiel kann man noch gut hören. Wenn es nicht ist, dann werde ich das nochmal beheben. Nehmen wir noch einen schönen Tee trinken. Karte aktualisiert. Hui. So, was haben wir denn noch in der Gegend? Okay, das ist hier das anscheinend... Moment, war da noch einer gerade? War noch ein Aussichtspunkt, oder? Synchronisiert Aussicht... Oh Gott, das waren so richtig viele. Aber ich will zurück auf den Dach, weil... Ne, die verprügel ich jetzt. Jetzt gibt's krass auf die Schnauze. Wow. Ich schlag einfach irgendeinen Zivilisten, sehr gut. Bam, ausgenockt. Und jetzt kaputt schlagen. Sehr gut. Nein, plündern brauche ich nicht. Ich habe genug Geld. Wenn ich mir die erste Waffe kaufe, oh, ich habe kein Geld, welche plündern sollen. Aber egal. Ich habe genug Möglichkeiten hier in Assassin's Creed Geld zu verdienen. Leute beklauen. Tote Leute beklauen. Das war's. Ich habe keine Ahnung, ich glaube man kann nur noch... Man kriegt dann noch so stündliche Einnahmen später. Und... War da eine Feder? Nein, das war nur sowas. Sehe ich eine Feder? Nein. Kishi, also Kishi EP, den man vielleicht von meinem Kanal kennt, der hat alle Federn gesammelt, ohne irgendwelche Karten dafür zu benutzen in diesem Spiel, also. Der hätte ich mich, glaube ich, lieber erschossen. Ist der Schatz da unten drin irgendwo? Ist das wieder so eine Bank? Ich springe einfach runter, ohne vorher zu gucken, ob ich da irgendwie... Wahrscheinlich muss ich einfach auf der anderen Seite reinklettern. Ja, muss ich. Da kommst du eigentlich hoch, Ezio, also. Ach, da ist er ja. Sehr gut. Ich mag die Truhen, die sind hübsch. Und schätzt das ganze Gold mit raus. Und nein, er nimmt nur meine Handvoll.
ich bin ja nette Assassine. Ich beklaune tote Leute, aber wenn dann da so ein Scheiß rumliegt, dann nehme ich nur ein bisschen davon, weil ja. Ach, das ist dieser Turm, ne? Gott, ne, hab ich keinen Bock drauf. Wieso sammle ich überhaupt die Schätze? Eigentlich will ich die Story weiterführen. Ich mache noch die Ausbildung und dann machen wir mit der Story weiter. Ich lasse mich immer so recht ablenken, in welchen Spielen diese Open World sind. Hier ist immer so eine Hauptmission. Weil ich mache da immer so alle Nebenmissionen vorher und dann so, oh, Moment, da gab es eine Hauptstory. Genau wie in Skyrim. Aber in Skyrim habe ich jetzt mal angefangen, die Hauptstory zu spielen. Zum Beispiel den Klingentempel, den habe ich vorher noch nie gesehen. Und der ist ja noch recht am Anfang der Story, also von daher. Ich bin auch kein Skyrim-Sucht, jetzt welche Leute, die einfach so 6 Milliarden Stunden haben. Ich glaube, ich habe es... Au. Eins? Ja. Ich habe da jetzt, glaube ich, 100 Stunden. Oder so. Kann sein. Aber ich habe auch schon meinen zweiten Charakter jetzt nicht ausgiebig gespielt habe und ich habe noch zwei kurz angefangen, aber die habe ich dann wieder gelassen, weil ich dann keinen Bock mehr hatte auf Skyrim. Ach stimmt, da oben war das, ja, kann ich dann wie hin? Das werde ich, mache die Story jetzt einfach weiter. Oh. Infos, sehr gut. Ja, ich mache einfach die Story jetzt weiter. Da muss es sowieso noch hoch, glaube ich. Noch ein Söldner? Kenne ich euch nicht irgendwoher? Okay, jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Ich bringe so eine Leiche mit hier. Mich jemand haben? Da, fang. Assi. Ich kann die ja sie sogar theoretisch alle umbringen, weil ich knock die jetzt ja nur aus, aber ich kann sie theoretisch ins Wasser werfen. Oh Gott, ey, ich bin schon wieder richtig behindert im Reden. Die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft bleiben wird. Hier ist ein Leiter, sehr gut. Nehmen wir die Leiter einfach. Nehmen wir vielleicht noch einen Schatz mit, wenn er auf dem Weg liegt. Ja, den können wir auch schnell machen. Das war knapp. Zum Glück habe ich noch Shift gedrückt gehalten. Jetzt habe ich den Aussichtspunkt markiert, egal. Er wird doch jemanden verletzen. Er wird vielleicht sich selber verletzen, aber wie soll ich jemanden verletzen, wenn ich da hochklettere? Hm? Kannst du das bitte verraten? Kannst du nicht, ne? Ja. Assi. Das sollst du nicht hinbringen. Gott, jetzt muss ich schon wieder Medizin nehmen. Weil ich mit voller HP rumlaufen will, weil... Okay, nie wissen, ne? Vor unserem... Moment mal. Der Schneider hat doch irgendwie... einen Geldbeutel oder so. Ich hab mir den leisten schon. Beutel. Medizinbeutel. Kaufen wir jetzt erstmal den mittleren Medizinbeutel. Ich habe einmal zu viel Escape gedrückt. Zum Glück laggt das Menü nicht. Was ist den Weg? Psch, hörst du das? Das ist der Klang von Umgebung. Da. Apothekenbedarf. Ich hab kein Geld. Ich mach mal kurz den Punkt weg, weil mich das stört. So. Das ging so relativ schnell, einfach der Taste. Aber es ist eine hübsche Villa. Er klopft einfach an. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Ärger machen? Leertaste? Drück die grüne Taste, um anzunehmen. Ich weiß nicht, was die grüne Taste ist. Und dann die Füße. Von Giovanni Auditore. Ja, das kann ich vielleicht irgendwann mal. Nein, werde ich wahrscheinlich nicht vorlesen. Aufgaben erledigt. 0 von 3. So. Oh, das ist der Tauben. Nein, das ist nicht der Taubenschlag, oder? Nein, das ist ein Brunnen. Nicht zu tief fallen? Das schafft er, oder? Ja. Ohne Schaden. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her.
Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Super. Geschäftspartner, die sind, die aussehen wie die letzten Track Junkies. Ist das ein Bild? Meine erste Truhe, die ich schon geleert habe. So. Jetzt müssen wir sich einen guten Weg nach oben finden, auf der Straße laufen, oder? Ah, ich hab eine Leiter. Irgendwann mal ignoriert. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Nein, ich habe kein Geld mehr. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben für Sachen. Ich habe mir Medizinbeutel gekauft. Damit ich mehr von dem Zeug kaufen kann. Aber ich habe kein Geld mehr dafür. Ist das jetzt ein Taubenschlag? Das sagt ja. Hier drüben. Nein. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück, erklärt euch! Die Bürger von Pisa haben mal wieder in einer Massenkundgebung eine Botschaft der Verachtung nach Florenz entsandt. Offenbar hat sich die Jugend der Stadt versammelt und unserer ehrenwerten Delegation die blanken Hintern gezeigt. Das ist der Taubenschlag. Ich glaube, die waren noch wichtig, oder war es ein anderes Spiel, wo die wichtig waren? Interagieren. Ich weiß nicht, ob ich E drücken soll oder Shift, weil einfach die Taube raus. Das sieht so super aus. Alternative Kamera. Super, dass ich nicht weiß, welche Taste das ist. Ja, kann ich jetzt gehen? Ich habe keine Alternative. Ja, super. Nein, das war Waffenrad. Okay, gut. Truhen kann man Geld, ja, das weiß ich. Ist es doch nur so lange unterhaltsam, bis sie an alle Mitglieder der Arte de la... So. Na, darüber springen. Vielleicht. Dankeschön. Und, ich wollte mich eigentlich nur umgucken, du sollst eigentlich nicht da direkt hinspringen. So. Dann fallen wir einfach hier runter. Zwischendurch mal festhalten, damit wir keinen Fallschaden bekommen. Und interagieren. Ach, jetzt klopfst du plötzlich nicht mehr an. Klopfst. Vater? Federico! Ah. Sarezio, Gott sei Dank. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Ezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Hm. Suspicious, suspicious. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, aber egal. So. Bekanntheitsgrad. Hab ich doch gar nicht. Oh, es ist Nacht, das sieht schön aus. Wir klettern einfach weg, dann finden wir. Kein Gesetz, das so etwas verbietet? Oder wir klettern nicht hoch? Jetzt klettern wir auch. Wir hatten doch schon mal nach direkt am Anfang, als wir mit Federico über die Dächer abgehauen sind und dann noch, wie ist sie? Christina? Ich glaube die. Ja, ich glaube, sie ist Christina besucht haben. Wo dann verprügelt wurden fast von ihrem Vater, aber noch abhauen konnten. Sehr gut. So. Dann springen wir über die Dächer hier. Gucken, ob wir irgendwo eine leuchtende Feder finden. Sieht aber nicht so aus. Und da müssen wir jetzt sowieso hoch. Und dann dachte ich, ich kann da einfach den Dings machen. Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen,
mehr still. Lanju, Merda! Ich sehe ihn nicht mehr. Das soll doch gut funktionieren. Willst du da nicht hochlaufen jetzt hier? Geht doch. So, dann haben wir das auch erledigt. Aber ich will erstmal den Aussichtspunkt haben und nicht mit die Mission schon direkt starten. Wenn das irgendwie geht. Unter das, Tronzo! Hast du das? Loju, halte die Ragazzi! Das ist so Gefängniswärter, die nicht die Leute kaputt machen, also töten, wenn sie da einfach mal. Moment. Ich muss hier vorne. Wenn sie einfach mal hier einbrechen und ja. Einfach, ja, wir machen jetzt mal einen Faustkampf, ist fairer, weil du auch keine Waffen hast. Ja, machen wir so. Ach, Moment, muss die ganze Session nach da oben? Hallo? Möchtest du da hoch? Natürlich, fallen wir runter. Ich konnte gerade nicht hochklettern. Warum auch immer. So, weiter geht's. Wir können auch einfach da durchklettern, glaube ich. Machen wir es einfach so. Vielleicht müssen wir sowieso noch ganz oben. Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Anetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Ja, ich wollte da hochklettern. Ach Gott, jetzt muss ich es nochmal machen. Guck mir mal nochmal vorbei. Oh, plötzlich ist er weg. Hm. Komisch, komisch. Wann kommen wir jetzt hier hoch? Sieht auf jeden Fall ziemlich schön aus. Wir haben ganz schön was geschafft, sogar nur eine Minute. Ich hätte nie erwartet. Was ist denn das? Rennen. Wer bist du? Codex seid so, okay. So funktioniert es auf jeden Fall. Codex seid. Na, du bist ja lustig. Ah. Nun, wie willst du gehen? Seil oder Axt? Idioten! Der Timer klingelt jetzt gleich.
wenn mein Handy nicht abstürzen würde. So. Dann mache ich den Pfeilchen noch zu Ende und dann muss ich die Codex-Seite und dann ja. Du kannst nach Hause nicht in der Nase bohren, Freundchen. Trauen Sie. Hinfort. Du dumme Sau! Mach, dass du wegkommst! So geht's auch. Ein Assassine? Ich bin doch gar kein Assassine. Ich bin ganz normaler Bürger, der sich gerade geprügelt hat. So. Codex-Seite erhalten. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.